So, willkommen zurück zu Randalls Mann. Ich bin immer noch ein bisschen perplex, dass ich Matt umgebracht haben soll. Ich hoffe, das hat nicht damit zu tun, dass wir ihm den Ring gestohlen haben und er deswegen todunglücklich war. Aber wir werden erstmal den Abschiedsbrief hier lesen. Wer auch immer das hier liest, ich habe dem Tod oft ins Auge gesehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich viele zweifelhafte Dinge in meinem Leben getan habe. Ich weiß es, aber trotzdem habe ich nie ganz verstanden, warum ich diese Dinge tue. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen nie verstehen würdet. Menschen geblendet von Lasern bei einem Spinal Tap-Konzert. Brennende Kampfschiffe an Orions Küste. Und jetzt komme ich hierfür vielleicht in die Hölle. Aber ich kann nichts weiter tun, als dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich nehme mir das Leben mit dem Herdomatik, den meine liebe Mutter mir geschenkt hat. Denn wenn ich ehrlich bin, Kryostase, um eine Zukunft beherrscht von Maschinen zu sehen, ist einfach noch nicht möglich. Meine Gründe können nicht in Worte gekleidet werden. Ich fühle mich so leer. Die Luft, die ich so dringend zum Atmen brauchte. Das Wertvollste, was ich jemals hatte, wurde mir genommen. Und ich glaube, die Person, die für diesen scheußlichen Verrat verantwortlich ist, ist niemand anderes als mein bester Freund. Und unter diesen Umständen will ich einfach nicht mehr auf dieser Welt leben. Ihr seht uns, wie ihr uns sehen wollt. Ein Gehirn, ein Athlet, einen Wahnsinnigen, eine Prinzessin und ein Verbrecher. Ist das die Antwort auf eure Frage? Mit besten Grüßen, The Breakfast Club. Hätten wir wohl doch nicht den Ring an uns nehmen sollen? Die lagen doch eben gerade nicht hier. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Wer auch immer ja, das... Okay, gut, da hatten wir ja... Hey, was... Sieht wie gerösteter Matt aus. Bisschen zu durch, wenn du mich fragst. Oh, Spurensicherung ist sicher ein cooler Job. Oh, schau mal, der Mörder. Ich schwöre bei Tom Selecks beeindruckendem Schnauzbart, dass ich das nicht gewesen bin. Hey, missbrauche nicht des Magnums Namen. Bleib locker, wir wissen, dass du ihn nicht umgelegt hast. Ist unser Job, sowas zu wissen. Ja, aber wir glauben schon, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zweifelsohne. Was? Ich schwöre euch, da ist nichts zwischen mir und Sally. Könnte uns nicht egaler sein. Hat Matt gelitten, bevor er starb? So wie es aussieht, wollte er sich umbringen, indem er das Gas einatmet. Allerdings hat er wohl vergessen, dass der Herdomatik 9000 ein Elektroofen ist. Kein Gas also. Und ja, dadurch hat er unglaublich gelitten, als das Ding explodiert ist und buchstäblich seine Organe pulverisiert hat. Dieses Modell hat einen typischen Verarbeitungsfehler. Wenn man zu viel Gewicht bei voller Leistung reinschiebt, kommt es zu unkontrollierten Stromstößen, wenn nicht sogar zur Explosion. Ja, aber abgesehen davon ist es ein tolles Gerät. Richtig eingesetzt kann es einen Ochsen in nur 20 Sekunden gar kochen. Schau dir mal die Textur vom Fleisch deines Freundes an. Siehst du? Perfektion. Außen knusprig, innen saftig. Wie eine gute Peking-Ente. Oh, da fällt mir ein. Heute Abend chinesisch? Zweimal hintereinander? Wie wär's mit dem Thailänder in der McCracken Street? Passt schon. Von mir aus Thai, Japaner oder Koreanisch. Ist für mich immer noch chinesisch genug. Ich bestell sowieso Nudeln und Hühnchencurry. Ist also relativ egal, wo wir hingehen. Was hat Inspektor Clouseau eigentlich? Sergeant Kramer? Der hasst einfach nur jeden. Sieht allerdings so aus, als würde er dich besonders hassen. Keine Sorge, Kleiner. Niemand geht in den Knast, nur weil sein Freund sich umgebracht hat. Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Was soll ich sagen? Da drin sind ein paar Blade Runner-Referenzen, ein paar zu The Breakfast Club. Ja, und er sagte darin sehr deutlich, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zum letzten Mal. Ich habe größten Respekt vor Sally und das ist auch schon alles. Klar. Genauso wie Ned meine Schwester in der Abschlussballnacht respektiert hat. Aha. Ja! Gott. Ich glaube, die haben nichts Vernünftiges beizusteuern. Tja, dann reden wir nochmal mit Sergeant Kramer. Also, hat der Brief dir weitergeholfen? Könnte es noch deutlicher sein, dass sein Tod deine Schuld war? Sergeant Kramer,
bin gerade ziemlich am Ende. Wo war ich, als Matt die brennenden Schiffe von Orions Schulter aus gesehen hat? Wir haben doch immer alles zusammen gemacht. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen guter Kopf, böser Kopf zu spielen. Mal nicht so schnell. Ich kenne Typen wie dich. Sieh's ein, du bist ein stumpfsinniger Nerd, der glaubt, sich einfach nehmen zu können, was er will, wann er will. Du hast keinen Respekt vor dem Gesetz, deinen Freunden oder der Person, die dieses Spiel spielt. Außerdem kann ich deine Visage nicht ausstehen. Da, ich hab's gesagt. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Higgs. Dieses Mal wird's keinen Ritt in den Sonnenuntergang für John Wayne geben. Haha. Schon gar nicht mit Grace Kelly. Das war Gary Cooper, du Arschloch. Treib's nicht zu weit, Susan. Hast du schon mal mit dem Teufel im fallen Mondlicht getanzt? Nein, aber das eine Mal im Ferienlager habe ich mir eine Flöte in mein... Okay, das reicht. Hast du ein Auto? Warum? Damit ich einen Strafzettel bekomme und sie es abschleppen können? Ich mag's nur nicht, wenn eine junge Frau allein im Dunkeln nach Hause muss. Officer Murray fährt dich in einem Dienstwagen. Murray, beweg deinen schwabbeligen Arsch hier rein. Sergeant, ich habe Ihnen doch gesagt, das liegt an einem erblich bedingten Drüsenproblem. Das ist wirklich unangenehm, wenn Sie... Schnauze, Murray. Bring diesen Verlierer nach Hause. Ah, ja, Sir. Und nimm die Freundin von dem toten Kerl gleich mit. Miss Thompson ist schon weg. Und warum zur Hölle erfahre ich das erst jetzt? Ich habe es ja versucht, aber sie haben schon zu brüllen angefangen, bevor ich irgendwas sagen konnte. Weißt du, woran das liegt, Murray? An einem Kommunikationsproblem. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu richten, ist, wenn ich deine Scheißstimme nie wieder hören muss. Also wirst du von jetzt an alles, was du mir sagen musst, aufschreiben. Verstanden? Also raus hier und nimm den Jungen mit. Ja, Sir. Was habe ich gerade gesagt? Okay, da wären wir, Junge. Aber Murray, ich sagte doch, bringen Sie mich zu einem Strip-Schuppen. Sergeant Kramer sagte, ich soll dich nach Haus bringen. Und nach deiner Akte ist das deine aktuelle Adresse. Und hören Sie immer blind auf das, was der Typ Ihnen sagt? Sie sind zu gutherzig, Murray. Sie müssen mal lernen, wie man ab und zu richtig durchdreht. Ich habe eine Pflicht, Kleiner. Und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Partys mit Ihnen machen garantiert Spaß, was, Murray? Officer Murray, dein Freund und Helfer. Tja. Ich glaube, ich hatte meine Überdosis Murray für heute. Ich lasse ihn lieber mit seinen Gedanken allein, die sich sicher hingebungsvoll um erstklassige Würste drehen. Mmh, Würstchen. Habe ich's nicht gesagt? Gut, geh mal rein. Ich möchte mal aufs Dach gucken. Lieber nicht. Ich kann jetzt nicht mit dem Fahrstuhl spielen. Außerdem macht mir das Ding Gänsehaut. Okay, gut, dann gehen wir rein in Rendels Bude und legen uns einfach mal hin. Hier gibt's... Wollen wir uns aufs Sofa legen? Seht den wichtigsten Einrichtungsgegenstand im ganzen Haus. Ohne ihn wäre ich verloren. Wie könnte ich sonst meine Filme genießen? Preiset den Herrn für ungeschützte WLAN-Verbindungen. Jetzt gerade nicht. Okay, dann gehen wir ins Bett. Wow. Was für ein Tag. Ich habe meinen Job verloren, aber mehr Geld gemacht, als ich jemals auf einem Haufen gesehen habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, aber scheinbar eine Menge Cops als Freunde gewonnen. Ich sag euch, das war eine echte Achterbahn. Ich bin froh, dass dieser Tag vorbei ist. Ah, Mr. Sandman, bring me a dream, bong, 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 making the cutest that I've ever seen. Na dann, gute Nacht. Okay, neuer Tag beginnt. Stellen wir uns ihn mit hocherhobenem Kopf und den Taschen voller Geld. Habe ich denn die Taschen noch voller Geld?
Tatsache, das Inventar ist vollständig. Nicht genug Platz für den ganzen Müll. Okay, wir gehen mal ins Badezimmer, gucken uns hier ein bisschen um. Es gibt aber nichts. Ja, später vielleicht. Okay. Ah, blöder Marconi. Ich hoffe, dieses Türhämmerding wird nicht zu einer schlechten Angewohnheit wie das Fragen nach der Miete jeden Monat. Dix, ich kann dich da drin hören. Wach auf oder ich schlag dir die Tür ein. Hey, Mr. Marconi, hören Sie, das von gestern tut mir echt leid. Warum? Was zur Hölle hast du gestern angestellt? Naja, Sie wissen schon, ich habe sie hier im Flur stehen lassen und bin dann einfach... Sie wissen schon. X, wenn ich dich am Sonntag auch noch sehen müsste, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Wie? Was? Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Schluss mit dem Quatsch, du Arsch! Nochmal kriegst du mich mit dem Amnesietrick nicht rum! Sie sollten Ihr Handy nicht so oft benutzen. Das macht Hirnschäden. Wovon redest du da? Hören Sie, Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern, dass gestern Montag war. Sie kamen vorbei, wir haben Höflichkeiten ausgetauscht und über unsere Hoffnungen und Träume geredet. Und dann habe ich Sie stundenlang im Flur warten lassen und mich über die Feuerleiter rausgeschlichen. Hicks? Nein, nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Die Feuerleiter ist eingestürzt und hätte mich fast erschlagen. Ich habe mir sonst was von einem Penner eingefangen und zu guter Letzt habe ich noch die Leiche meines besten Freundes Au Gratin in seinem eigenen Ofen sehen müssen. Also ja, ich würde sagen, an den Montag erinnere ich mich ziemlich gut. Junge. Und Sie sind so hasserfüllt, dass Sie zur exakt selben Zeit hier auftauchen, um mich weiter zu quälen. Wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir an die Tür donnern? Weil, wenn ja, dann muss ich dem vielleicht ein Ende machen. Ich habe jetzt eine Wagenladung voll Geld und damit kann ich mir ein paar zwielichtige Freunde leisten, die sich bestimmt freuen, ihren Besuchen ein Ende zu bereiten. Okay, mein Sohn. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du bist letzte Nacht wieder besoffen nach Haus gekommen. Ich habe nichts gesagt, weil ich mich weigere, an Sonntagen zu arbeiten. Aber jetzt glaube ich, wir müssen mal ernsthaft reden. Ich bin ganz Ohr. Okay. Zunächst, ich habe deine dämlichen Witze satt, Hex. Du weißt genau, dass die Feuerleiter schon seit Ewigkeiten hin ist. Und um das gleich zu sagen, es ist mir egal, ob du was damit zu tun hattest. Seit Ewigkeiten kaputt? Sind Sie sicher? Und zweitens, es tut mir leid um deinen Freund. Ich hab's in den Nachrichten gehört, dass sie seine Leiche heute Morgen gefunden haben. Heute Morgen? Und drittens, was meinst du damit, du hast Kohle? Vergessen Sie das. Ich glaube, mir ist irgendwie schwindelig. Dann ist heute... Heute ist der Tag, an dem du mir 3 Monatsmieten schuldest. Und ich will mein Geld. Jetzt! Sicher, dass Sie nicht nur Witze machen? Sehe ich so aus, als wenn ich Spaß verstehe? Ich weiß nicht, Mr. Marconi. Sie haben sonst immer dieses animalische Flair, aber heute ist irgendwas anders. Haben Sie Farbe im Gesicht bekommen? Oder einen neuen Haarschnitt? Genug jetzt. Gib mir meine Kohle oder ich verspreche dir, du kommst nicht lebend aus diesem Apartment. Das habe ich doch alles schon gehört. Alles kalter Kaffee. Ich meine es dieses Mal ernst, Randall. Ich werde es nicht zulassen, dass ein mental regressiver Vollidiot mir ins Gesicht lacht. Mental regressiv? Wow. Das ist das erste Mal, dass mich jemand mit so klugen Worten beleidigt. Vorsicht, ich könnte hier noch etwas Bildung abgreifen. Siehst du? Genau das meine ich, Hicks. Du nimmst niemals was ernst. Ich rede davon, dich vor die Tür zu setzen und du tust so, als würde dich das gar nicht stören. Du findest dich noch mal hinter Gittern wieder, wenn du nicht mit deiner Einstellung aufpasst. Wow, das wäre super. Ich liebe den Zirkus. Mein Geld. Jetzt. Na ja, komm, dann geben wir ihm mal das Geld, oder? Okay, hier ist ihr stinkendes Geld. Jetzt echt? Du willst mir sagen, das hier ist echtes Geld? Nein, das ist Fantasiegeld. Wenn Sie aufhören, daran zu glauben, dann verschwindet es.
Okay, okay. Es ist nur, dass... Naja, ich habe nicht wirklich erwartet, dass du zahlst. Vor allem nicht einfach so die 3 Monate. Das sind keine Blüten, oder? Weil, wäre jetzt nicht das erste Mal. Ah, haben Sie etwas Vertrauen, Mr. Marconi. Wenn ich nur will, kann ich alles bekommen, was ich brauche. Und dieses Mal muss ich dafür auch keine alten Damen abzocken. Gott allein weiß, wo du so viel Geld herbekommen hast. Aber ich werde es todsicher behalten. Ja, ja, schön für Sie. Könnten Sie mich dann bitte allein lassen? Ich weiß ja, dass Sie ziemlich durch sind und ich verstehe, dass Sie verwirrt sind, was den Wochentag angeht. Ich wiederum, ich habe noch was zu erledigen, also machen Sie einfach, dass Sie wegkommen. Mach, was du willst, Hicks. Aber denk dran, ich lasse dir das mit der Miete nicht mehr durchgehen. Ich warne dich. Und ich ignoriere Sie. Aber egal. Wir sehen ja, was nächsten Monat passiert. Fordere es nicht heraus. Ahoi, hoi. Sind Sie Mr. Randall Hicks? Ja, der ist dran. Hier ist Sergeant Joseph Kramer, Polizeidezernat. Ich muss Sie bitten, sofort zu Mr. Matthew Griffins Wohnung zu kommen. Warum? Beleidigen Sie mich lieber persönlich? Wenn Sie in einer Stunde nicht hier sind, stellen wir einen Haftbefehl aus. Was wollen Sie denn noch von mir? Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Wovon zur Hölle redest du? Was weißt du hiervon? Hör zu, ich weiß nicht, was für ein Spiel du hier spielst. Aber du kommst jetzt besser sofort her. Oder du wanderst heute Nacht in eine Zelle, wo man dich nur noch als Susan kennen wird. Deine Entscheidung. Schon wieder diese Susan-Nummer. Ich hätte gedacht, dieses Mal wäre es Bridget oder Evelyn oder wer auch immer. Ich werde warten. Ich hoffe, ich muss nicht nach dir suchen. Keine Sorge, Sergeant, ich bin unterwegs. Tja, dann ab zur U-Bahn. Was will er denn? Sieh an, sieh an. Wenn das nicht unser Geschäftspenner ist. Wie gefällt dir mein Büro? Mein Innenausstatter sagte, es soll einen lässigeren, urbanen Look haben. Oh ja, schön. Sehr geschmackvoll, aber... Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Ich meine, ist heute Montag, Dienstag? Ich sag dir, ich weiß es nicht. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich erlebe denselben Tag nochmal. Das Gefühl kenne ich, Kumpel. Wirklich? Tust du das? Natürlich. Sieh mich doch an. Ich bin immer von Kartons umgeben, gehe von Gasse zu Gasse, in der Hoffnung, dass irgendein afrikanischer Prinz vorbeikommt und mir einen Umschlag in die Hand drückt. Ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich noch mit dir rede. Weil ich all die Antworten habe, die du suchst. Aber hast du auch die richtigen Fragen? Bin ich in der Zeit gefangen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo bist du genau jetzt? Okay, wo bin ich? Du bist hier. In der Gasse. Weißt du das nicht? Ich kann nicht glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Hab ich die richtigen Fragen? Die hast du. Du weißt es nur noch nicht. Was soll das denn wieder heißen? Nichts. Ich wollte nur clever klingen. Tja, Mission fehlgeschlagen, Alter. Bin ich tot? Nein, das Konzept wäre für die Leute zu enttäuschend. Was für Leute? Schon gut. Mal was anderes. Du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen Fluch, der auf mir liegen soll. Was ist hier eigentlich los? Wir alle haben damit zu kämpfen, uns selbst zu finden. Unser Leben, so gut es geht, in Balance zu halten. Einen Fuß in der Vergangenheit, während der andere in eine ungewisse Zukunft tritt. Ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf deine lahmen Fernsehweisheiten. Warum kannst du nicht einfach mal was Zusammenhängendes sagen? Ich meine, klar, du bist ein Penner und so. Du musst manchmal einfach rumpöbeln, aber ich wette, du weißt mehr, als es scheint. Ich weiß eine Menge Dinge. Jedes Gestern ist wie eine Perlenkette. Ununterbrochen, unveränderbar.
Aber wenn wir unsere Vergangenheit ändern könnten, könnte das auch verändern, wer wir sind. Was du mal machen könntest, wäre, ich weiß nicht, vielleicht mal den Kanal wechseln? All diese Sci-Fi-Sendungen machen dein Gehirn matschig. Also, noch mehr als sonst. Oh, das sagt mir der Typ, der nicht mal die gefährlichen Verschiebungen im Raum-Zeitgefüge bemerkt, die um ihn herum passieren. Ich sag dir was, Kumpel, dein Fluch interessiert mich nicht. Aber pass auf, was du da draußen anfasst, okay? Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Siehst du, jetzt redest du schon wieder über Flüche und das Raum-Zeit-Kontinuum. Vielleicht brauchst du einfach mehr Ballaststoffe. Die Aussicht auf Erneuerung hat uns schon immer fasziniert. Das Verlangen nach Wiederauferstehung ist tief in unserem Bewusstsein verwurzelt. Eine Wiedergeburt von Körper und Seele. Eine zweite Chance. Oh, fertig mit der billigen Philosophiestunde. Okay. Warum bist du der Einzige, der weiß, was mit mir los ist? Weil ich das auch schon hinter mir hab, Junge. Hör zu, alles, was du anfasst, wird gezeichnet. Verflucht, genau wie du. Verdammt dazu, in einer Schleife gefangen zu sein, ohne sich zu verändern. In dieser Welt und in jeder anderen. Hier und jetzt. Alles, was du berührst, schreibt die Vergangenheit neu, damit die Gegenwart, wie wir sie kennen, nicht auseinandergerissen wird. Eine Gegenwart, die anders ist, aber doch immer gleich bleibt. Mann, ich verstehe kein Wort. Die Zeit wird es zeigen, mein Freund. Wenn du noch mehr Hinweise brauchst, geh einfach dorthin zurück, wo alles begann. Claytons? Das weißt nur du allein. Okay, ich schau vorbei, sobald ich kann. Oh, mir fällt gerade ein, ich muss noch alles außer dem hier erledigen. Tschüss. So, wir gehen zu Mads Wohnung. Ach. Das ist doch der Dieb, oder nicht? Der ist voll ins Gespräch vertieft. Den lasse ich lieber in Ruhe. Okay, dann ab ins Apartment. Hey, Sally, wie geht's dir? Halt die Fresse, halt deine Scheißfresse! Hey, was habe ich denn gemacht? Oh, richtig, du tust niemals irgendwas, Randall Hicks. Gott, ich hab dich so satt, hau ab! Beruhige dich, Sally. Wir stehen das durch. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was soll ich nur machen? Wir haben die Hochzeit schon bezahlt. Ich glaub's einfach nicht. Was tue ich jetzt? Was zur Hölle tue ich jetzt nur? Ganz ruhig. Alles wird gut. Was? Willst du mich verarschen? Naja, das sagt man doch in so einer Situation, oder? Raus. Im Ernst. Lass mich einfach allein. Da ist ein Kopf, der auf dich in der Küche wartet und der sieht nicht sehr glücklich aus. Übrigens ist gestern irgendwas passiert. Meine Erinnerung ist etwas vernebelt. Du willst wissen, was passiert ist? Tja, ihr seid passiert. Ihr habt's mal wieder verbockt. Alles, was ich wollte, war meine Verlobung feiern. War das denn zu viel verlangt? Aber wir haben doch eure Verlobung gefeiert. Oder nicht? Das ist also deine Vorstellung von feiern? Mein Verlobter hat sich buchstäblich über unsere ganze Küche verteilt. Oh ja, was für eine Feier! Über die ganze Küche verteilt? Ganz genau! Was zur Hölle hast du ihm gestern gesagt? Ich? Gar nichts. Du hast was gemacht. Ich weiß es einfach. Hey, er war mein bester Freund. Ich würde nie etwas tun, das ihm schadet. Permanent schadet.
Was hat Matt diesmal angestellt? Du weißt es wirklich nicht? Woher denn? Weil du ihn immer zu allem möglichen verrückten Scheiß anstiftest. Na los, sieh dir dein jüngstes Werk an. Du wirst beeindruckt sein. Sieht für mich nicht so lustig aus, du Mörder. Ich? Was? Halt's Maul! Okay, hier mal ein Tipp. Lern mal, deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Wutausbrüche? Wutausbrüche! Ja, genau das ist es. Tja, dann ab in die Küche. Sally ist ja nicht so toll zu sprechen auf uns. Ach du Scheiße. Heilige Scheiße, Alter! Das habe ich nicht erwartet. Und was hast du erwartet? Frischen Apfelkuchen? Der war gut nett. Naja, nicht unbedingt ein Apfelkuchen, aber schon irgendwie Gebäck. Mr. Randall Hicks? Der bin ich. Gut. Ich will nur sicher gehen, dass ich den Richtigen erwische. Sicher? Moment, was? Hast schon richtig verstanden. Ich durchschaue dich, Hicks. Hey, finden Sie es nicht etwas unhöflich, Leute nach dem Äußeren zu beurteilen? Oh, sieh an. Wir haben uns einen Witzbold geangelt. Denkst du, das hier ist witzig? Na sag schon, Witzbold. Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Einerseits tut Matt mir leid. Wieder mal. Andererseits, also sein Torso da so auf dem Boden, überall Blut, das ist ein ganz neues Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, aber auf eine gewisse Weise ist es komisch. Ja, definitiv. Matt tut dir wieder mal leid? Was soll das heißen? Oh, nichts. Er ist nur einmal im Vergnügungspark verloren gegangen und hatte echt Angst, aber das war nichts, was man mit einer Monsterportion Zuckerwatte nicht hätte wieder hinbekommen können. Okay, kommen wir mal zur Sache. Woher wusstest du, dass das Matthew Griffins Leiche ist? Seine Kleidung ist unverwechselbar. Ich meine, selbst wenn er sich an Weihnachten als Osterhase verkleidet, würde ich Matt noch wiedererkennen. Und was zur Hölle hat der Osterhase mit Weihnachten zu tun? Tatsächlich verkleidet er sich als der fröhliche Mordhase. Aber wir sagen den Leuten immer, es sei der Osterhase, um Missverständnissen vorzubeugen. Das ist wirklich dämlich. Tut uns wirklich sehr leid, dass wir Weihnachten auf unsere Art feiern. Genug. Meine Geduld ist am Ende. Sag mir besser alles, was du hierüber weißt, sonst breche ich dir deine Nase und behaupte, du hast versucht, mich anzugreifen. Alles klar? Ja, ich bin einer von diesen Cops. Ich glaube, ich hatte gerade ein Flashback. Sicher, dass du sonst nichts sagen willst? So sicher, wie heute Montag ist. Und es ist doch Montag. Richtig? Richtig. Woher kanntest du Mr. Griffin? Wir sind zusammen aufgewachsen. Aber ich schwöre, ich habe seinen Robotaschenrechner nicht geklaut. Ich habe keine Ahnung, wie der in meine Spielzeugkiste geraten ist. Ehrenwort. Du zögerst mir etwas zu viel, Junge. Man klaut seinen Freunden nichts. Das ist einfach nicht richtig. Ich sagte doch, ich habe nichts gestohlen. Du verrätst dich selbst, du Trottel. Ich weiß nicht nur, dass du was zu verbergen hast, sondern jetzt weiß ich auch, dass es was mit Diebstahl zu tun hat. Und deinem dummen Gesicht nachzuurteilen, machst du das ziemlich oft. Fast schon aus einem Impuls heraus, was? Nein, das ist nicht wahr. Ich habe nichts davon gesagt. Wir sind zusammen aufgewachsen und wir waren sehr gute Freunde. Und das war's. Ah, Kindheitsfreunde, ja? Interessant. Ja, und das war's. Und das ist alles? Ja, das war alles. Ich will jetzt gehen. Nicht so schnell. Ich will genau wissen, wo du warst und was du gemacht hast, als dein Freund hier sich entschlossen hat, die Wände mit seinen Innereien zu verschönern. Naja, also das ist etwas kompliziert, weil, lustige Sache. Oh, wirklich? Na dann schieß los. Ich liebe lustige Geschichten. Sehen Sie, ich habe gestern eine Menge gemacht, war ein irrer Tag, aber dann bin ich aufgewacht und nichts davon war passiert. Ich meine, schon irgendwie, aber nicht gestern, sondern heute. Aber nicht im selben heute. Verstehen Sie? Nein, tue ich nicht. Und das war nicht lustig. Also frage ich einfach nochmal. Was hast du letzte Nacht gemacht?
Bin ich hier bei versteckte Kamera? Sieht so aus. Ich weiß nicht, aber das wäre eine echte Erleichterung. Tja, tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber das hier ist kein verdammter Scherz. Ich weiß, dass da mehr dahinter steckt. Es steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Nein, das ist einfach nur mein scheiße wie langweilig Gesicht. Und wenn wir dann fertig sind, würde ich gerne abhauen. Ich habe eine Menge auf dem Zettel, verstehen Sie? Nicht so schnell, Allison. Das hier ist noch nicht vorbei. Jetzt ist es Allison. Echt jetzt? Gefällt dir nicht? Dann verklag mich doch. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mich schon diesen blöden Brief lesen, dann haben wir es hinter uns. Nur zu, lies ihn. Aber ich sag dir jetzt schon, du siehst nicht sehr gut darin aus. Oh, und beweg deinen Arsch hierher zurück, wenn du durch bist. Dann gucken wir doch mal, ob das der gleiche Abschiedsbrief ist wie beim letzten Mal. Oh, Captain, mein Captain. Die schwere Fahrt ist aus. Eine ungewisse Zukunft erwartet uns. Und das erste Mal habe ich Hoffnung. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert menschlichen Lebens erkennen kann, können wir es vielleicht auch. Ich möchte Randall für jede einzelne seiner selbstsüchtigen Taten danken. Dank dir sind meine Augen jetzt endlich offen. Und jetzt, da du mir das genommen hast, was mir am liebsten ist, weiß ich, ich muss den Tod nicht fürchten. Dir möchte ich auch danken, Mutter. Danke fürs Renovieren der Küche, für all die hochwertigen Geräte. Aber das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich dich zurücklasse, Sally. In diesem Karussell, das wir Leben nennen, warst du das Beste, was mir jemals passiert ist. Es tut mir leid, dir das anzutun, aber du musst weitermachen. Flieh vor diesem Wahnsinn und dreh dich nicht um. Lass dich von Randall nicht auf die dunkle Seite ziehen. Das allein zählt. Fall nicht auf ihn herein. Eine Sache noch. John mit dieser Maschine zu sehen, es machte die Dinge plötzlich so klar. Der Terminator würde niemals aufgeben. Er würde ihn niemals verlassen. Und er würde ihm niemals wehtun, niemals anschreien, niemals trinken und ihn schlagen oder sagen, er sei zu beschäftigt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Er würde immer da sein. Und er würde sterben, um ihn zu beschützen. Von allen Möchtegern-Vätern, die kamen und gingen, war dieses Ding, diese Maschine, der einzige, der etwas taugte. In einer wahnsinnigen Welt war das die einzig rationale Entscheidung. Ergebenst Walt Whitman. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Den Selbstmord mal außen vor. Reinste Poesie. Ich habe immer noch das Bild in meinem Kopf, wie beide spielen, während die Mutter im Hintergrund steht, das Messer in der Hand. Alter, ich bin zu Tränen gerührt. Ich habe hier noch einen Brocken gefunden. Oh Mann, dieser Mixer ist wirklich klasse. Ja, ich habe mir gerade selber einen übers Internet bestellt. Etwas mehr Respekt, bitte. Ich bin sicher, er wusste nicht, was er tat. Das wusste er ganz genau. Das hier ist eindeutig Selbstmord. Aber wie ist das möglich? Junge, wir wissen, was wir machen. Und wie könnt ihr euch so sicher sein? Erstens, das Spritzmuster an der Wand. Schau dir den Winkel an. Da sieht man ganz genau, dass er es selber war. Hat sich nach und nach in den Mixer geschoben. Aber... Hast du nie Dexter gesehen? Wir sind ein bisschen wie er. Alter, so kannst du das doch nicht sagen. Wir sind keine Psychos. Und wie hat er das ganz allein hinbekommen? Junge, es gibt eine Menge technische Details, die du nicht verstehen würdest. Aber der beste Beweis ist doch immer noch der Abschiedsbrief, den er geschrieben hat. Ah, aber was, wenn ihn jemand dazu gezwungen hat? Glaub ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, hauptsächlich, weil er ein Handyvideo gemacht hat. Und was für ein Handy das war. 600 Megapixel Kamera, 6G, dreifach 3D, Multitouchscreen. Ist ja gut. Es ist vielleicht eine blöde Frage, aber wisst ihr, ob er leiden musste, bevor er starb? Ja, er hat schrecklich gelitten. Der größte Teil des Videos ist herzzerreißendes Schreien. Aber mein Lieblingsteil ist, wenn der Schock einsetzt und er anfängt, My Way zu singen. Wow, darf ich das mal sehen? Nein, darfst du nicht. Schluss mit dem Rumgealber, Ladies. Das hier ist eine ernste Sache und ich werde ihr auf den Grund gehen. Matthew Griffin war nicht der Typ für plötzlichen Selbstmord. Irgendwas übersehen wir. Ich glaube, ihr Trenchcoat stellt Checks aus, die ihre Expertise nicht bezahlen kann. Ah ja. Ich sehe, ich lag nicht falsch, was dich angeht. Du bist die Sorte Müll, die ich gern recycle.
Schluss mit den Spielchen, Senorita. Das geht für dich mächtig schief. Habt ihr irgendeine Ahnung, was passiert ist? Das Video gibt nicht viel her. Ist nur Blut und Gemetzel. Aber wenn man sich den Brief so ansieht, merkt man deutlich, dass er ein sehr unsicherer, trauriger Mann war. Was, bist du jetzt etwa auch ein Seelenklempner? War nur meine Meinung, Sergeant. Konzentrier dich einfach auf die Fingerabdrücke. Ich muss dann mal. Der verachtet mich, das sehe ich ihm an. Kann ich dann bitte gehen? Sie haben meine Nummer, also wenn Sie was brauchen, rufen Sie einfach an. Hey, hey, warum so eilig? Sehen Sie, ich habe noch mehr Leute in den Selbstmord zu treiben, Beweise, die ich vernichten muss. Ich bin echt beschäftigt. Du nimmst das hier einfach nicht ernst, Kleiner. Das wird dir noch leid tun. Haben Sie mich gerade Kleiner genannt? Mir kommen die Tränen. Ach nee, mir wird nur schlecht. Raus hier, Kleiner. Aber bleib in der Stadt. Wir brauchen dich hier vielleicht nochmal. Ich werde sehnsüchtig auf mein Telefon starren wie ein verliebtes Highschool-Mädchen. Es gefällt Ihnen doch, oder? Raus hier! Jetzt! Tja, dann gehen wir mal raus. Wir können ja nichts mitnehmen. Eine Streichholzschachtel. Könnte ich sicher noch gebrauchen. Dann probieren wir das einfach mal. Hey! Was glaubst du, was du da machst? Das ist ein Tatort. Fass nichts an! Na schön. Okay. Ein andermal. Dann raus. Sally ist weg. Da ist er nüchtern, glaube ich. Kein Interesse. Können wir nicht mitnehmen. Können wir drüben noch hingehen? Gibt es da noch was? Was ist das denn? Mein lieber Begleiter, Kubus. Was wir alles gemeinsam erlebt haben. Ein Höschen. Die Straße. Na und? Mann, Matt hat echt Geschmack. Tja, dann sind wir in der Wohnung legendär. Fertig und ich glaube, ich mache an dieser Stelle auch mal eine Aufnahmepause, weil die Zeit schon wieder ran ist. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.